Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Seelenpartnerlegung. Meine Lieben, bevor ich anfange mit den einzelnen Sternzeichen, möchte ich gerne so ein paar allgemeine Sachen zur Seelenpartnerlegung oder zur Seelenpartnerschaften sagen. So allgemeine Informationen, was ich mir dabei gedacht habe und warum ich das nur einmal im Jahr mache und so. Und für diejenigen von euch, die sich mehrere Legungen anschauen, beziehungsweise die das nicht interessiert, was ich hier am Anfang so zu erzählen habe, ihr findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann ihr das überspringen könnt und wann es dann direkt losgeht mit der Legung für die Sternzeichen. Aber es zumindest einmal anzuhören, ne, gibt euch vielleicht einen Einblick, wie ich diese Deutung interpretiere. Also, ich mache nur einmal im Jahr Seelenpartnerschaftslegungen. Das war früher auf meinem Kanal anders. Früher habe ich das sehr regelmäßig gemacht und dann habe ich festgestellt, in der Arbeit, in den persönlichen Readings, die ich damals noch gemacht habe, so, dass dieser Seelenpartnerschaftsgedanke ganz, ganz viele Menschen in toxischen Situationen hält. Denn am Ende des Tages sind tatsächlich auch narzisstische und toxische Partner Seelenpartner, denn sie holen das Schlechteste aus uns heraus und ne, möglicherweise beides, das Beste und das Schlechteste. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir mehrere Seelenpartner in unserem Leben haben. Ne? Seelenpartner, die Liebenden, es sind immer Menschen, die uns begegnen, weil das Universum sagt, ihr müsst euch begegnen. Ihr müsst euch begegnen, weil hier gibt es Lernaufgaben und die, ne, die werden innerhalb dieser Beziehungsdynamik eben sichtbar gemacht. Ob du jetzt daran glaubst, dass es nur einen Seelenpartner gibt oder mehrere Seelenpartner, ist dir überlassen. Ich bin auf jeden Fall, also ich glaube nicht mehr an diese Dualseelenprozesse und an diese Twin Flame Geschichten. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich viele Menschen in meinem Leben hatte und ich kann mich da der eigenen Nase fassen, die dachten in so einem Prozess zu sein. Und vielleicht waren wir es auch, aber niemand von diesen Menschen ist mit diesem Partner jemals zusammengekommen. Und deswegen habe ich da so ein bisschen Abstand davon genommen. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest und ganz tief an Seelenpartner. Und ne, diese Seelenpartner haben immer unterschiedliche Dynamiken. Also diese Legung ist für dich heute hilfreich, wenn du in irgendeiner Art und Weise in einer intensiven Beziehung zu jemandem stehst. Ne, muss nicht sein, dass du Kontakt mit dem hast, kann alles auf der 5D-Ebene sein, also alles ne, auf einer spirituellen Ebene. Aber es ist definitiv ein Mensch, mit dem du eine sehr besondere Verbindung hast. Du kannst dir diese Legungen gerne auch nur für dich anschauen, denn ne, Seelenpartnerschaft gibt es einen weiblichen Anteil, einen männlichen Anteil, muss nicht Mann und Frau sein, ne, ist geschlechterlos. Aber wir haben beide Anteile auch in uns selbst. Das heißt, wenn du jetzt keinen Seelenpartner hast gerade, kannst du dir diese Legung anschauen und kannst das anschauen als, das ist die Aufgabe meiner weiblichen Seite und das ist die Aufgabe meiner männlichen Seite. Ne? Also definitiv kannst du hier auch ohne einen Seelenpartner eine wichtige Info für dich finden. Ich möchte dazu sagen, normalerweise hätte ich jetzt am 11.11. nur eine Legung gemacht, aber da das weibliche Kollektiv im Moment wirklich stark ist, ne? Wir brauchen nur mal auf das Weltgeschehen blicken, was da im Iran los ist. Das weibliche Kollektiv bricht aus, verschafft sich Gehör und so. Habe ich gedacht, ich mache das dieses Mal eben für alle Sternzeichen und versuche die Energien im weiblichen Kollektiv als auch im männlichen Kollektiv für dich zu veranschaulichen. Am Ende des Tages ist es sowieso am wichtigsten, dass du mit einer Legung in Resonanz gehst. Das heißt, dass du dich angesprochen fühlst. Und wenn du merkst, nee, ne, passt überhaupt nicht auf die Situation, in der ich mich befinde, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist die Botschaft nicht für dich bestimmt. So, das war mir wichtig, das kurz am Anfang hier nochmal loszuwerden. Jetzt beginne ich mit den Sternzeichen. Vielen lieben Dank, dass du dir das alles angehört hast. Hallo meine lieben Löwen und herzlich willkommen zu eurer Seelenpartnerschaftslegung. Wir hatten gestern den super krassen Vollmond im Stier und deswegen, weil diese Energien mit Sicherheit, diese Eclipse-Season-Energien, die halten immer, also die können bis zu 6 Monaten halten.
Und da ich mir sicher bin, dass es auf diese Legung hier heute noch einen Einfluss hat, schauen wir mal, welchen Einfluss der Vollmond im Stier auf das Seelenpartnerkollektiv meiner Löwen hat. So, wir beginnen, meine Lieben. Ich lege erstmal ein paar Karten aus und dann gehen wir da gemeinsam durch. Wundervoll. Kommunikation als Schlüssel. Das ist witzig, weil diese Karte der Neumond in den Zwillingen und auch der Vollmond in den Zwillingen, die richtigen Antworten kommen, sehe ich die ganze Zeit an der Unterseite des Decks. Jedes Mal. Glaube an das Unmögliche. Das ist wundervoll. Also ich habe das Gefühl, die Möglichkeiten sind größer, als du denkst. Wundervoll. Wir gucken. Die Bereitschaft und die innere Wahrheit. Ordnung schaffen. Bausteine. Okay. Liebes Universum, eine Botschaft hier zur Seelenpartnerschaft meiner Löwen. Eine Energie für die Seelenpartnerschaft meiner Löwen. Warum? Okay. Interessant. Eine Hauptenergie für das weibliche Kollektiv. Ich spreche immer im weiblichen Kollektiv zu euch, auch wenn du ein Mann bist. Vielleicht musst du dir die Rollen umdrehen, aber die meisten, die hier einschalten, sind im weiblichen Kollektiv zu Hause. Wow, Ass der Stäbe an der Unterseite des Decks und für dich das Rad des Schicksals. Mein lieber Löwe, das ist sehr gut. Flow. Sakralchakra. Ui, das ist dein Chakra, mein lieber Löwe. Gespannt, was die Warum-Karte hier sagen will. Gerechtigkeit. Eine Hauptenergie für das Gegenüber meiner Löwen. Eine Hauptenergie für das Gegenüber meiner Löwen. Wow. Throat Chakra, das Kehlchakra. Wir haben wieder diese Kommunikationsenergie. Und meine lieben Asterkelche und die zwei Stäbe. Und die zwei Stäbe heißen hier Spread Your Wings und Love Abounds. Liebe bindet und breite deine Flügel aus. Okay. Wundervolle Energie. Ich habe das Gefühl, es ist dein Gegenüber ist gerade sehr empfänglich. Öffnet sich der Liebe, ne? Das kann definitiv eine Herzöffnungsenergie sein. Ich glaube, du triffst die richtigen Töne, ne? Du bist im Flow. Du bist derjenige, der irgendwie ansteckend ist. Motivierend, Kehlchakra, reach out. Kann sein, dass du eine Nachricht erhältst oder irgendwie sowas. Aber Gespräche liegen hier auf jeden Fall. Wie gesagt, vielleicht werden alle deine Warum-Fragen geklärt. Und dann mit dem Rad des Schicksals wirst du vielleicht auch die Zusammenhänge erkennen. Ich habe keine Ahnung, was du für Warum-Fragen hast, aber ja, Page der Stäbe, interessant. Aber wow, das Gericht, alles klar. Gut, Karten sagen fertig gemischt, alles klar. Eine Botschaft hier zu dieser Seelenpartnerschaft meiner Löwen. Die zwei Stäbe, die Sonne. Du, ne? Ist deine Energie, mein lieber Löwe. Wow, und das ist auch deine Energie, mein lieber Löwe. Ich hätte ja mal deine Energie hier kurz abgeklärt.
die Energie meiner Löwen. Okay. Ja, du bist auf jeden Fall der Ansteckende hier. Auf jeden Fall. Ritter der Stäbe und der Turm. Wowski. Meine Lieben, ich weiß nicht, was passiert. Aber ich hätte jetzt gerne mal... ich hätte jetzt gerne mal eine Energie zu diesem Gegenüber. Zu deinem Seelenpartner. 8 Münzen. Königin der Kelche. Eine Karte hier zu dieser Warum-Energie. Eine Karte zu dieser Warum-Energie. Wow, meine lieben Löwen, was ist das für eine grandiose Legung, die 9 Kelche. Okay, wir müssen noch ein bisschen abklären. Wir fangen gleich an. Ich will nur einmal die ganze Geschichte haben. Einmal die 2 Stäbe abgeklärt, bitte. Die Liebenden. Wow, meine lieben Löwen. So, jetzt noch der Turm. Ich traue mich gar nicht weiterlegen. Der Turm ist die letzte Karte, die ich abkläre. Und die Welt. Okay. Meine lieben Löwen, der Teufel an der Unterseite des Decks. Ehrlich gesagt, mit den 2 Stäben und dieser Warum-Energie habe ich irgendwie das Gefühl, es ist eher so eine Frage, warum finde ich niemanden? Oder nicht, warum finde ich niemanden? Warum funktioniert das alles nicht? Vielleicht auch, warum finde ich niemanden? Ne? Keine Ahnung. Warum erst jetzt? Warum sind die Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was für Warum-Fragen du dir stellst, aber die 9 Kelche sagen mir, sie werden alle beantwortet werden. Kommunikation als Schlüssel. Ich glaube, du wirst auf alle deine Fragen auf schicksalshafte Art und Weise mit dieser, ne, Rat des Schicksals und der Turm. Der Turm ist Divine Intervention. Du wirst all diese Antworten finden. Und diese Antworten werden dich befreien. Du wirst mit diesen Antworten, mit dem, was da gesagt wird, das Gefühl haben, okay, das war's jetzt. Ne? Also ich habe eher das Gefühl, das war's jetzt mit dem Alleine-Sein oder dieser Zyklus unserer Partnerschaft ist hier beendet. Ich öffne mich für das, was vor mir liegt. Und das, was vor mir liegt, ehrlich gesagt, hier mit dem Ast der Kelche und diesem jemand, der sich öffnet, jemand, der sich, der wirklich, ne, auch die Königin der Kelche ist zwar jetzt eine weibliche Person, aber ich nehme die Königin der Kelche trotzdem als die Energie von deinem Gegenüber wahr, der in seine weibliche Energie kommt und, ne, sich wirklich öffnet, sich wirklich sagt, okay, ich bin bereit, 8 Münzen, keine Ahnung, dir zu zeigen, ne, 8 Münzen ist auf jeden Fall eher so eine Tatenenergie, dass ich dich liebe, dass ich es ernst meine, ich bin bereit, meine Zeit da rein zu investieren, ich will viel Zeit mit dir verbringen. Das kann alles die Kommunikation sein. Ich habe das Gefühl, du hast hier so lange darauf gewartet, dass das passiert. Vielleicht war auch in irgendeiner Art und Weise eine Distanz drin, aber ich habe das Gefühl, es passiert irgendetwas, der Turm, ne? Es passiert irgendetwas und für dich ist sofort klar, yeah, ne? Der Ritter der Stäbe, yeah, Energie, das ist der Durchbruch, das ist das, was unsere Geschichte hier wirklich verändert, ne? Du bist absolut im Flow, du bist absolut positiver Dinge, ne? Du sagst, also, als würdest du den Teufel hier hinter dir lassen, darunter noch Schütze-Energie, ne? Ich habe die Schütze-Energie, redet von einem alchemischen Prozess, ne? Hier auch. Alchemische Prozesse heißt Miteinander-Energie. Ne? Ich sehe, wenn wir auf der klassischen Rider-Waite-Karte
an die Mäßigkeit denken. Ne? Die kippt ja diese zwei Kelche ineinander. Und für mich ist die Mäßigkeit, wenn ich so eine Energie habe wie hier, dann oft die Weiterentwicklung von den zwei Kelchen. Ne? Die zwei Kelche ist, man begegnet sich auf Augenhöhe, aber jeder hält noch seine Kelche in seiner Hand und zeigt, ich bin bereit, das zu geben. Und dann, ne, wenn das übereinstimmt, wenn diese Augenhöhe da ist, dann fangen diese zwei Kelche ineinander an zu fließen. Und ich habe das Gefühl, es gab hier sicherlich mit dem Teufel, es gab hier sicherlich Lernaufgaben, und kann aber auch einfach Steinbock-Energie sein. Zwillinge-Energie haben wir hier noch. Sehr viel Feuer-Energie, Wasserzeichen. Ne? Also es kann jedes Sternzeichen sein. Aber ich habe das Gefühl, bei dieser Begegnung oder bei diesem Neuanfang, ne, die Welt und Neuanfang aus der Kirche, bei diesem Neuanfang weißt du einfach, dass es dieses Mal funktioniert, ne? Glaub an das Unmögliche, dass es dieses Mal wirklich, ne, zusammengeht, weil du wirklich merkst, dass sich hier jemand weit öffnet, auch das hier, ne? Hier vielleicht, dass hier auch wirklich dein Gegenüber wirklich sehr empfänglich ist für das, was du hast. Also ich liebe deine Energie, mein lieber Löwe. Ich habe das Gefühl, du strahlst auch mit diesem Rad des Schicksals. Ich habe das Gefühl, du bist in der perfekten Energie, die dich so attraktiv macht. Ne? Natürlich nicht nur optisch, sondern du bist einfach jemand, der mit dem man gerne Zeit verbringt. Und definitiv kann hier auch mit der Königin der Stäbe und dieser super krassen Abbildung, ne, eine sehr, 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 sehr leidenschaftliche Energie liegen. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwie, es ist nicht nur eine Herzöffnung hier, es ist irgendwie auch so eine Emotion Overload. Ne? Also viele, viele, viele positive Gefühle auf beiden Seiten. Und keine Ahnung, was deine Warum-Fragen sind, aber ich, ne, so. Sie sind alle geklärt, es ist alles klar. Du weißt genau, wie es weitergeht. Mein lieber Löwe. Und ich sehe definitiv jemanden invested. Ne, das war das Erste, was ich hier gehört habe. Emotional invested in diese ganze Geschichte. Kann sein, dass jemand wirklich, ne, wenn der Teufel deinem Gegenüber gehört, vielleicht gehört er euch beiden. Ne, vielleicht musst du dir einfach erstmal irgendwie andere Sachen klären, bearbeiten, um jetzt, ne, Rat des Schicksals, Divine Timing, der richtige Zeitpunkt, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zusammenzukommen mit einem Partner, ne, wähle ganz stark Energie vom Universum mit diesem Seelenpartner, für den du bestimmt bist, meine Lieben. Genau, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte natürlich noch ein bisschen was zu deiner Energie wissen, zu dieser Situation. Ganz einfach, wie, ne, wie kommt ihr hier zusammen? Noch ein bisschen mehr zu deinem Gegenüber und dann schauen wir ganz intuitiv, wo diese Reise im Extended hingeht. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, findest du unten in der Infobox einen Hinweis, wie du da beitreten kannst und ja, wo ich dir alles ganz genau erkläre. So, für die Löwen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Wichtigster Hinweis überhaupt, wenn du in irgendeine Situation kommst, die fast zu schön, um wahr zu sein ist, ne, wo alles so float, wo alles so perfekt passt, dann fang nicht an, es in Frage zu stellen. Ne, schon gar nicht. Ne, mit dieser Teufelenergie, schon gar nicht mit dem, oh, so einfach war das nie, so unkompliziert, so unbeschwert, so close war das nie. Stell es gar nicht in Frage, genieße es und glaub an das Unmögliche. Glaub, dass du das, was hier liegt, verdient hast. Ein Partner, der sich offensichtlich emotional weit öffnet, der bereit ist, da Zeit und, ne, der bereit ist, da rein zu investieren. Lass dich die Welt, ne, für mich hat diese Weltenergie oder diese Frau auf dieser Karte immer so was Befreiendes.
Nimm's an, nimm's an, ne? Der Turm ist auch befreiend. Nimm an, dass sich dein Leben vielleicht gerade radikal zum Positiven ändert. Und egal, was für Zeiten ihr oder du durchgemacht hast, streif es ab und lass dich drauf ein in diese wundervolle, wundervolle Energie. Wirklich, hier liegt eine wundervolle Energie. Lean back, mein lieber Löwe, und genieß, was das Zeug hält. Du hast es dir verdient. Du hast es dir verdient und komm in die Herrscherin, ne? Nimm's an, was da passiert. Und wem habe ich es gestern erzählt? Den Skorpionen. Also heute. Die werden ja gleichzeitig hochgeladen. Energie lügt nicht. Und du wirst überflutet werden mit positiven Vibes und guten Gefühlen und Happiness. Wirklich. So viel Happiness. Guck, wie du hier sitzt und einfach wirklich glücklich bist. Nimm's an. Genau, meine lieben Löwen, so lasse ich das hier stehen. Das sind ganz, ganz positive Aussichten. Ich freue mich für euch. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!